Startplatz 12 für uns. Wir bestellen keine neuen Teile und wir sind so schlecht, dass Claire gar nicht mit uns reden will. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Das Rennen aus Spa-Francorchamps. Platz 12 ist jetzt nicht so schlimm, Claire hätte besser sein können und wir haben Magnussen und Hamilton nicht geschlagen, aber... Hey. Das ist eine ganz gute Ausgangsposition für das Rennen. Hamilton liegt jetzt 2 Punkte vor uns und Magnussen 4. Bei Magnussen müssen wir aber so langsam mal in die Pötte kommen. Mal gucken, was das Rennen liefert. Ich rufe schon mal langsam die Rennstrategien der letzten Saisons auf. Jetzt kann ich hier noch weiterklicken. Unser Team freut sich. Das Ziel war die 15. Wir haben uns verbessert. Mercedes freut sich auch. Und gut gemacht. Eine gute Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Viel Glück. Und mal gucken, ob es am Ende regnen wird mit dieser starken Bewölkung. Wer freut sich nicht auf den großen Preis von Belgien? Es ist das Rennen, bei dem Rubens Barrichello für Jordan und Giancarlo Fisichella für Force India jeweils ihre ersten Pole-Positions holten. Und Jordan verbesserte sich dann schließlich noch und holte auch den allerersten Sieg 1998. Beim Klassiker in Spa-Francorchamps wird immer etwas Besonderes passieren. Was? Das kann allerdings niemand vorhersagen. Heute heißt es Spa-Francorchamps oder wie wir immer sagen, Ardennen-Achterbahn. Eine insgesamt 7 Kilometer lange Strecke mit Unmengen von Höhenunterschieden. 19 Kurven, davon 9 rechts und 10 links. Mit einer durchschnittlichen Rundengeschwindigkeit von unglaublichen 233 km/h ist Spa-Francorchamps ein wahrer Leckerbissen für Tempofanatiker, eine der schnellsten Strecken im Kalender. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Sie sind in den letzten 5 Rennen nicht einmal ausgeschieden. Was sagt das deiner Meinung nach über die Zuverlässigkeit Ihres Autos aus? Ich denke, Sie können mit dem, was Sie bisher erreicht haben, ziemlich zufrieden sein. Das Erste, was jeder gute Wagen braucht, ist ein solider Unterbau, auf dem man dann aufbauen kann. Und ich denke, den haben Sie diese Saison. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Kevin Magnussen von der Pole. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. 47? Ernsthaft? In der Startaufstellung von heute haben wir Gasly, Verstappen, Lewis Hamilton und Butler, Weber, Leclerc, Sainz Junior und Nico Hülkenberg. Ricardo, der Eismann, Sebastian Vettel und Kvyat, Russell, Raikkonen, Alexander Albon und Robert Kubica. Stroll und Antonio Giovinazzi starten aus der letzten Reihe. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Die sind im Qualifying Q2 1,40er Zeiten gefahren. Spar dir jegliche Überholversuche in Kurve 1, die ist viel zu eng. Konzentriere dich auf eine saubere Ausfahrt, damit du ordentlich Speed auf die Gerade bekommst. Ja, in den letzten beiden Jahren sind wir gelb und dann rot gefahren. Vom Start weg gelb und dann rot. In Runde 12, respektive letzte Saison, Runde 14, haben wir gewechselt auf die roten Pneus. In der ersten Saison sind wir bloß Inters gefahren. Und das Team sagt, schau mal, die Reifen werden besser sein als eigentlich gedacht. Aber wir starten auf den gelben. Strategie bearbeiten. Reifen da. Machen wir eine Mischung draus, Runde 13? Die Roten wollen auch noch gefahren werden. So wären wir fast eine Zehntel langsamer laut Berechnung. So noch langsamer. Dann gehen wir halt mal die Mitte an. Gut, hätten wir das. Vielleicht wird es am Ende noch regnen, das werden wir einfach mal sehen, aber wir hätten dann auf jeden Fall die besten Reifen, die am besten Temperatur bekommen, auch wenn sie schon deutlich abgefahren sein werden. Sprit werden wir nicht ändern und mal gucken, also Punkte sind auf jeden Fall Pflicht, wir sind nah dran, schon beim Start. Es wäre endlich mal wieder an der Zeit, Punkte zu holen, ja endlich mal wieder und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So,
nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Rennstrategie. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 12 Runden. 12 Runden. Wetterbericht. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Vor uns rote Reifen, hinter uns rote Reifen. Status Teamkollege. Sollte auch rote haben. Er ist auf Rang 5. Gucken, ob jemand in den Top 10 wieder mit Gelben gestartet ist. Heute fahren wir gegen Ricardo und gegen Bottas und gegen Hamilton. Gegen wen fahre ich? Das sind unsere heutigen Konkurrenten, Bottas und Hamilton. Gerade nur die Kurve bekommen. Die beiden Renault vor der Nase. Die Reifen will ich gar nicht viel weiter nach oben treiben. Das sind zwar nur die gelben. Weit weg von den, ja, 90 Grad, 25 drüber. Bei der Mototemperatur. Okay. Reifentemperaturen. Rechts kann noch etwas hoch. Jetzt kommt gleich eine Linkskurve Blanchimont. Blass ich jetzt so. Halte die Startampel im Auge. Boah, ein Irrer da. Der hat nicht auf seinen Chef gehört. Fährt Maldonado wieder mit? Weiterhin Platz 12, ein Renault bekommen, aber der Irre da ist vor uns. So, wir haben die langsameren Reifen, 6 Zehntel langsamer. Dann müssen wir uns mitziehen lassen. Erstmal die Kurven vorsichtig anfahren, bei der Schwere des Wagens erstmal ein Gefühl finden. Aber eben nicht den Anschluss verlieren. Obacht. Jetzt ziehen sie schon leicht davon. Ich gebe mal fett, ich will dranbleiben. Fahrer vor mir. Ricardo liegt vor dir. Sie fahren mit 9 weichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 51,6. Fahrer hinter mir. Upsa. Hülkenberg hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit 9 weichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,53.
Nummer 1. Gerade mal abwehren können, mit der es wäre vorbei gewesen. Wir fahren schon mit mehr Abtrieb als eigentlich gewollt. Status, Teamkollege? So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 4,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ja, der S kann jetzt knicken. Die letzte Rundenzeit lag mit dem Abstand. 1 Minute 48,9. Jetzt wieder hier vorbei. Okay. Das kostet uns jetzt beide Zeit, ist dem klar, oder? Ah, ich werde gleich überholt, wenn die DRS haben. Das geht nicht gut. So wie die vor uns davonfahren, hat das gerade Hockenheim-Ausmaße. Dabei sind die Reifen gar nicht so hart. Mal gucken, wenn die hinter uns ungeduldig werden. Ups, hat zu weit innen. Das kostet jetzt auch Ausgang. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Gucken, ob ich auch Rouge gut hinbekomme. Mit den Reifen im schweren Auto war das gerade noch schwierig. Ah, geht schon besser. Ich muss halt die Einfahrt richtig gut hinbekommen. Es ist nur quert, aber er hat halt DRS und Windschatten. Bleibt aber erstmal hinter uns, gut. Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den DRS-Einsatz. Stromprobleme könnten wir halt bekommen. So viel Zeit zum Sparen, gerade in dieser Anfangsphase, ist nicht. Gucken, wie es bei der nächsten Camel geraden aussieht. Ob hier einer mal angreift? Ich kann es mir vorstellen. Strom nur bei 90%. Wir haben die auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Der Sepp jetzt vor uns. So, oh, ruhig, Konzentration. Boah, ist der nah dran, oder? Hm, näher als vorhin auch schon, vielleicht. Das ist aber immerhin noch quert. Der geht eigentlich noch. Hoffentlich kommen die bald rein. Dann können die sich ohne uns behindern. Jetzt können wir uns gerade leicht absetzen. Hülkenberg ist aber auch ein Quert vorbei. Das hat die beiden Zeit gekostet. Hülkenberg ist grundsätzlich schneller, der könnte uns dann auf der Geraden überholen oben. Ricardo jetzt vor uns, wir sind im Renault Sandwich. Hat das Konkurrent? Kevin ist Spitzenreiter, Platz 1. Spitzenreiter? Der Unterschied beträgt 12,5
Sekunden. Okay, da hat Sie uns... fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,45,4. Jetzt haben wir DRS. In der Kurve, wenn wir gleich wieder vorbeikommen würden. Jetzt wird es wieder brenzlig und orange. Eieiei. Er kommt quer noch vorbei, schade. Und Hülkenberg wird ihm jetzt davonfahren. Nehme ich mal stark an. Strom. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Mist, Kurve verpasst. Man merkt aber schon, wie Windschatten einfach zieht. 0,36 Tankrunden über. Zwischen rein. Ich würde noch DS haben. Na, wird schwierig, der ist, glaube ich, zu weit weg. Toll, Kimi hinter uns mit einem starken Motor. Und dann muss er aber außen vorbei und das ist schwierig. Schön, die da vorne geben sich, da kommen wir wieder ran. Boah, wie die es geben, wie die sich's geben. Quert greift Hülkenberg an. Ganz schön giftig, der Toro Rosso. Oh, Kimi ist dran. Aber sowas von. Jetzt hier nicht probieren, das ist eine Scheißstelle, Kimi. Wenn wir Glück haben, kommen die in drei Runden rein. Gott, ich war zu weit innen. Hier auch. Ah. Albon jetzt hinter uns. Kimi wieder hinter uns. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,1 Sekunden. Die da vorne fahren immer noch weg. Wir ziehen eine alternative Strategie in Bewegung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Bleiben genauso, wie wir gerade sind. Runde 13. Wir machen die Saison den Mittelweg aus den letzten beiden Saisons. Weicher als Rot geht eh nicht, insofern eher reinkommen oder später. Und da spiele ich nicht mit.
Vorsicht, zu weit außen da, da gibt's eine Verwarnung. Das wäre sehr unnötig. Der wird angreifen, ne? Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Oh, so weit weg ist der schon. Scheiße, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt haben wir schmutzige Luft in Orange. Muss ich um Gas gehen. Ja, sieht gerade nicht gut aus für uns. Wir werden durchgereicht. Jetzt müssen wir alles mit den roten Reifen wieder gut machen. Ich hoffe, die werden sich alle irgendwie massiv, wenn die wieder auf den frischen gelben sind oder vielleicht sogar weiß fahren. Und wir dann freie Fahrt haben. Oh, Kubica hat auf der Geraden ein richtig starkes Auto. Ist nicht schön. Aber vielleicht können wir wenigstens an den beiden dranbleiben. Da vorne hat sich eine große Gruppe gefunden mit den Renault. Hier ist auch eine Vierergruppe. Vielleicht sogar nach hinter, ja, dem Kubica jemand, aber gucke ich jetzt nicht hin. So, hier fressen wir Windschatten. Runde 8 sogar schon. Eine Runde R ist gedacht. So viele Funken. Jetzt gibt man wieder Gas, sie behindert uns. Die fahren beide noch weiter. Frische Reifen im Gegensatz zu Hamilton, der hat ja Q3 Reifen. Kommt für uns raus, hä? Oh, das wird jetzt eng. Abstand nach vorne passt gerade, gefällt mir. Oder die sich jetzt hier oben behindern. Oh oh, jetzt wird es richtig eng. Hier ist Schluss. Mist! Schade. Vorsicht, Scheiße. Kubica kommt richtig ran. Greift zum Glück nicht ernsthaft an, aber das ist mir immer nicht ganz geheuer, wenn die da ihre Nase reinstecken. Die beiden werden sich wieder duellieren. Dann kommen wir wieder ran. Strom sieht gerade gut aus. Kommen die beiden jetzt rein? Kimi kommt rein. Na los, wir müssen da vorbei. Setze Überholen ein. Überholen. Der wird zu weit weg sein für die Gerade, nehme ich an. Ich bekomme die noch zu tun, ja. Boxen der Vorsprung, die Rosanen. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Der Rosane wird sich nicht aufhalten lassen. Fährt gleich vorbei. Startest du, Kollege? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,4 Sekunden. Ich will die Reifen wissen. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 11. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,3,7. Gut, den Herrn Teamkollegen werden wir unter normalen Umständen heute nicht bekommen.
Pferd wird gleich aufgehalten. Erstmal kriegt er Windschatten. Aber ich schätze mal, kommt diese Runde eh rein. Wir fahren auch nur noch 3 Runden. Große Strategieunterschiede gibt es hier nicht, weil die Strecke eine Runde ziemlich lang ist. Alban bleibt hinter uns, weil es mit dem Kollege reingekommen ist. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Wäre schön, wenn wir Querhand bekommen beim Stop. Gasly mit den Weißen. Hat der Red Bull da eigentlich Reifen schonen soll? Mann, ist der langsam. Fahrer vor mir. Gasly vor dir. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Es scheint, Sie haben ein Problem. Aha. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 2,6. Ich spare jetzt mal Sprit. Ich komme jetzt hier nicht vorbei. Bei Blanchimont probiere ich es mal. Variante Nummer sicher. Ups. Können wir den Reifen noch durchfallen? Aber wir müssen leider die Reifen wechseln. Ich würde mit den Reifen durchfahren wollen, wenn es geht, aber laut Regeln geht das nicht. Ja, erst Verwarnung. Für einen Zeitnachteil, dankeschön. Okay, eine Verwarnung. Gasly noch hinter uns, wir fahren noch 1,5 Runden. Du fällst im Vergleich zu deinem Vordermann um 2 Sekunden pro Runde zurück. Wenn die Punkte kommen, das wird sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Dann müsst ihr noch ganz viel auf den Roten überholen. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich denke, dass wir das gerade nicht schaffen. Heißt nicht, dass ich nicht alles gebe. Ich werde auf jeden Fall Querhand bekommen, deswegen haue ich jetzt auch Sprit raus. Hamilton hinter uns. Wir machen ihm ja gleich Platz. Dann ist er wieder auf der 6. Aber wird diese Runde schon seiner rankommen? Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Ja. Fährst du mit, Jeff? Weil der ist ja noch gar nicht in der Box, der Jeff. So passt's wieder. Den Hamilton hätten wir, glaube ich, noch behindern. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den EAS-Einsatz. Den Hamilton noch nicht zu sehr binden, deswegen gebe ich immer Gas.
Ja, vorbeilassen werde ich jetzt nicht, das kostet uns auch Zeit. Er hat gerade niemanden um sich herum. Der McLaren, das wird schon nicht entscheidend sein. Der ist gerade weit genug weg. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Hamilton, ich blinke, ich komm rein. Ich glaube, Quert kommt vorbei. Los, fahr jetzt! Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Kubica hinter uns, Albon vor uns. Hui. Der S dürfen wir, glaube ich, nicht haben. Das ist jetzt kacke gegen Kubica. Mal Windschatten haben wir. Oh, der ist auch geil. Roter Reifen gegen Gelbe. Wir sind ja schnellstens vorbei. Aber auch nichts überstürzen. Gib Gas. Das haben bestimmt auch ganz viele vorhin gesagt, dass ich mit den Gelben gefahren bin. Strom 97%, das bremsen wir jetzt wieder voll. Ich probiere es schon mal bei Blanchi, auch wenn der Vordermann Windschatten hat. Das wird. Jetzt zieht der Himmel sich zu. Gucken, ob es noch regnet. Abstand noch von der Pass schon. Hauptsache Orush jetzt sauber nehmen. Und jetzt ansaugen. Hat schon guten Vorsprung. Zu guten. Okay, dann bei Blanchima. Wird auch eine weite Linie. Jetzt bleibe ich im Siebten mit den frischen Roten. Wer macht denn jetzt Feierabend? Hauptsache nicht mein Vordermann wie in Monaco. Schon vorbei. Wirklich hinter uns. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gelesen. Ich musste Kurve fahren. Mist, der ist so weit weg, glaube ich. Frau Blanchimowitsch, nichts. Umstellen auf Mischung 2. Die greife ich jetzt nicht an. Kommt da vorne der Gasly schon wieder an? Hauptsache Albon bekommt von dem nicht Windschatten, der ist. Oh oh. Mist, da könnte er DRS bekommen. Jetzt sind wir näher dran als letzte Runde. Aber auch nur minimal. Nee, es ist wieder nichts. Gerade gegen den Toro Rosso tue ich mich gerade so schwer. Mann!
draußen wird auch nichts. Seid ihr gleich der Windschatten der Erben? Das nervt mich. Die haben sich für dieses Rennwochenende verbessert. Für meinen Geschmack zu gut. Die Toro Rosso. Der kommt jetzt nicht ernsthaft an ihm vorbei. Ey. Wenigstens hat Gasly jetzt keinen guten Windschatten. Aber Albon sieht gerade davon. Mensch, gib Gas. Wenig Schwung, sehr wenig Schwung. Oh. Es geht, glaube ich, gut. Trotzdem nicht so schön. Er punkt überhaupt nicht in Reichweite, aber kämpfen, kämpfen. Okay, Abstand zum Teamkollegen 22,3 Sekunden. Ach, so viel. Gut, diese Runde hat er Freilauf, der Albon. Nächste Runde ist er hoffentlich endlich mal fällig. Mal gucken, ob er die Lücke nach vorne schließt. 0,25 Sprit über. Entschuldigung. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den EAS-Einsatz. Ich darf nächste Runde kein DS, kein Windschatten haben. Anfahren. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, doch kein Stromproblem heute. Gott, da können die da vorne bekommen. Jetzt krieg ich das hier nicht hin. Scheiße. Hätte gleich DS einen Windschatten. Drei Autos auf einmal vor uns. Wo kommt denn das her? Lukas, jetzt erst über die Ziellinie. Was ist denn da kaputt? Jetzt hat Erben wieder DRS und Windschatten. Was macht er denn? Der hat ein Glück. Können. Jetzt wird er auch eingebremst, aber jetzt sind hier zwei Autos. Dann müssen wir jetzt halt zwei überholen. Punkt, aus, Ende. Er wird wieder schneller. Glaube ich, dass sie das ja, der Gasly. Du links vorbei, dann fahre ich rechts vorbei. Da kriegen wir es den Mercedes. Jetzt macht er die Schotten dicht. Vettel denkt sich auch, hey, was, ja, okay, fahrt mal. Mercedes wird von einem Toro Rosso und von einem Haas vorgeführt. Klingt schon schräg. Wenn man nicht wüsste, dass der Mercedes hier so schlecht ist. Noch hat Albon Abstand zum Alpha Sauber. Noch. Der ist so gewitzt, der fährt das gleich wieder zu. Kommt da gerade erste Tropfen runter? Jetzt können wir ihn haben, das könnte was werden. Es wird spät. Zu spät für meinen Geschmack. Eieiei. Wie er da reinschnellt. Boah. Der macht Spaß, der Albon. Kein Punkteduell, aber es macht Laune. Der gleich wieder. Nee, noch nicht der S-Windschatten. Jetzt mal nah genug dran sein. Er
jetzt könnte es vielleicht klappen. Viel besser als bei den ganzen Versuchen sind wir gerade nicht, aber vielleicht einen Hauch. Den entscheidenden Hauch. Ja doch, das ist schöner. Wir sind näher dran. Jetzt kriegen wir ihn. Nicht zu früh freuen, aber endlich. Wir sehen uns im Ziel. So, wir fahren jetzt noch 3 und den Rest von dieser Runde. Kimi vor uns, da sind noch 2. Wir bleiben dran. Da ist Platz 10 in Reichweite. Zumal die sich da vorne behindern, die beiden. Wir fahren immerhin noch 3 lange Spa-Runden. Ups. Hauptsache, ich verstelle nicht mal die Bremsbahn aus. Ja, den Kimi werden auf der Geraden nicht bekommen, nehme ich an. Vielleicht Blanchiment. Aktivieren. 0,15 Sprit über. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Das regnet schon leicht. Habe ich vorhin richtig bemerkt. Die Roten lassen sich auch super fahren. Aber Urban bleibt dran. Der ist gut, der Junge. Vettel ist jetzt weit weg von uns beiden. Fällt hinter einen Alpha Sauber. Hinter Kimi. Alpha Blanchiment hat aber gerade einen guten Vorsprung, der Kimi. Aber das ist drin. Faras Urban. Sauber gemacht, gute Arbeit. Na, sauber. Bei dem Gegner. Nein! Es kommt ja auch noch zurück. Was ist das für ein geiler Scheiß hier? Da vorne sind die Punkte. Wir fahren jetzt noch 2 Runden. Genau, Jeff. Boah, der Kimi gibt nicht auf. Dabei gebe ich gerade Modi. Vermeintlichen Hinterbänkler sind ganz schön aggressiv drauf. Na klar, die sehen da vorne auch die Punkte. Nicht, dass Kimi jetzt vorbeikommt. Nee. Vielleicht berühren die beiden da vorne sich nochmal. Ohne Berührung wird das, glaube ich, nichts mehr mit rankommen. Und vorbeikommt dann erst recht nicht. Aber mal gucken. Wir sind Feuer und Flamme. Boah, die kommen ja richtig näher. Die duellieren sich zu doll. Aber wir haben eigentlich nur noch nächste Runde zum Überholen. Oder halt Blanchiment nächste Runde. Nein. Zweite Verwarnung. Nö. Okay. Zu sehr vom Gas gegangen. Trotzdem, es hat eben Zeit gekostet. Boah, wie wir näher kommen. Die fahren gelbe Reifen. Keine weißen. Haben die Flügelschaden? Fahrer vor mir. Sainz liegt vor dir. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Die letzte Runde. Wir bräuchten eine Runde mehr. 1 Minute 46,0. Du hast einen Vorteil von 1,2 Sekunden pro Runde.
Strom raushauen, wir brauchen keinen Strom mehr. Das ist die letzte Runde des Rennens. Hier oben bekommen wir jetzt keinen. Dann gebe ich jetzt auch nicht fett. Wobei zum Ankommen etwas erstmal. Ich will das vielleicht bei Poir probieren und dann halt Blanchiment. Dafür brauche ich noch etwas Sprit. Alban wieder hinter uns. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7. Die duellieren sich. Hier wird das nix. Boah, 2 bei Blanchiment, das geht doch nicht. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eins. Mist. Nicht genug Schwung. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. 5 Autos innerhalb von 2 Sekunden. Fährst du in die Box, nicht weggedreht, deswegen bin ich so weit links. Ah, schade. Aber man freut sich. Oh Mann. Aber was für ein cooles Rennen. Ich habe mich gewundert, warum ist der so weit rechts? Ja, weil nicht ich schon weggedreht wurde links. Lass uns beim nächsten Mal eine Schippe drauflegen, okay? Ja, aber es war nicht schlimm, der Einsatz. Es war halt einfach Einsatz. Boah, tolles Rennen. Von Racing Point. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Der Schlüssel war wohl einfach die Qualität des fahrerischen Könnens, oder? Ich meine, wie oft hat er denn insgesamt überholt? Ich bin mir sicher, dass irgendwer mitgezählt hat. Und es war wunderschön anzuschauen, findest du nicht auch? Das ist ein strategischer Sport. Aber es ist immer sehr aufregend, harte Kämpfe auf der Strecke zu sehen. Genau das wollen die Fans. Das Team von Racing Point wird sehr froh über die heutige Leistung und das Endergebnis sein. Sie haben exzellentes fahrerisches Können und die Nase sieht aus. Einen wohlverdienten ersten Platz geholt. Kein McLaren auf dem Podium, das ist doch Premiere diese Saison. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seine Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Nun, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Stellt euch mal vor, der Ricardo hätte uns dann noch in den Carlos reingeschoben und der Albon nimmt noch einen Zähler mit. Hätte ich ihm aber gegönnt. Tolles Rennen von ihm. Gegen Kimi war es auch spitze. Und das Duell am Ende, ich bin nicht zu weit. Nicht zu spät auf die Bremse gegangen. Wir waren ja schon in der Kurve, aber wir haben uns halt dann zwischen den beiden Kurven in der Schikane berührt und dann verhakt man sich hier im Spiel gerne sehr doll und dann kommt man nicht mehr auseinander. Ich dachte erst wirklich, der Carlos biegt in die Box ab, weil der so weit rechts von mir war. Und dann habe ich gemerkt, oh, wir sind zu weit links, weil wir an einem Fahrzeug hängen. Leclerc gewinnt von 8 auf 1, der Verstappen von 4 auf 2, Magnussen von 1 auf 3. Butler 2 Plätze nach vorne, Bottas 3 Plätze nach hinten, Lucas 1 Platz nach vorne. Hamilton 2 Plätze nach hinten. Nico 2 nach vorne auf der 8, dann kommt Kvyat. Torosso nimmt Punkte mit. Und der Carlos auf der 10. Oh Mann, das freut mich für Torosso, aber... Die armen Alpha Sauber Jungs aus der Schweiz. Die stehen jetzt als einziges Team ohne Punkte da.
Der Carlos auf der 10, der hat sich bestimmt gefreut. Oh, die haben mich nicht abgeräumt. Schön. Albon auf der 11. Dann kommen wir. Kimi auf der 13. Ricardo auf der 14. Keine Punkte für uns, aber es war ein tolles Rennen und das macht sehr viel aus. Auf der 15 dann der Russell. Gasly, Stroll, der Sepp, Mercedes auf 17 und 18. Die werden auf die Regeländerung hoffen, dass die nach vorne gespielt werden. Na, vielleicht geht's aber auch nach hinten. Giovinazzi auf der 19, Kubica auf der 20 ausgeschieden. Er war das also. Ups. Erstmal die Rennleitung. Rot und dann gelb. Kein Q3-Fahrer auf den gelben gestartet, na immerhin. Gasly war der Einzige, der auf die Weißen gegangen ist. Ansonsten alle rot und gelb. Die meisten rot und gelb, wir gelb und rot als Einziger in dieser Reihenfolge. Streckenbegrenzung wir, Carlos. Streckenbegrenzung Carlos. Die Mechanik bei Kubica. Für die Aktion der letzten Runde gab es gar keine Verwarnung für niemand. Einfach Renn-Action. Es ging um was, da haben die alle ein Auge zugedrückt. Ich würde zu meiner Position auch sagen, ob sich Ricardo beschwert. Klar, hat er auch Plätze verloren durch die Aktion, aber dann wäre er halt schneller gefahren. Weiter von uns weg. Verbremst habe ich mich in die Schikane nicht, aber es wird halt eng in der Schikane. Vor allem, wenn man noch jemanden vor sich hat, einen Dritten. Ach, was für ein cooles Rennen. Zwar wieder keine Punkte, aber ein sehr schönes Rennen. Sehr, sehr schön. Fahrer WM. Jetzt wird es langsam knapp. Nur noch 4 Punkte vom Lewis. Lucas konnte es verkraften. Hat immer noch fast 2 Siege Vorsprung vom Butler. Leclerc hat noch 4 Siege und etwas mehr Rückstand. Die ersten Punkte für Toro Rosso in Form von Kvyat. Und damit ist Alfa Sauber als einziges Team punktlos. Ferrari hat den Platz mit Renault getauscht. Nach vorne, naja, 20 Punkte Abstand zu Red Bull. Der Herr Teamkollege hat die ganzen letzten Rennen geliefert. Wir nicht. Das war zu Beginn anders. Ich hoffe, das gleicht sich wieder aus. Ja, wer ist denn da so nach vorne geprescht? Wir sehen es am Helm. Das war der Sepp. Der ist ja von der 13 aus ins Rennen gegangen. Und schwupps, an uns vorbei und an ein paar anderen. Den McLaren muss er wieder ziehen lassen. Ja, wir sehen es am Helm. Der Sepp ist so an uns vorbeigerauscht. Er ist ja von der 13 aus ins Rennen gegangen. Hat uns bekommen. Da links ein, hier nochmal 3. Den McLaren muss er wieder ziehen lassen. Den Rosinen auch. Und damit, ja, wo ist er denn jetzt? Ich würde mal sagen, wir schalten ins Cockpit. Laut Lenkrad auf der 10. 3 Plätze nach vorne. Und das in der Source, wenn Jeff das hören würde. Ja. Der Hülkenberg. Vorbei vor Kurve 1. Und dann gab es ja nochmal Kurve 1. Da bin ich dann leider auf die Wiese gekommen und dann dachte ich, er wäre noch gut neben mir, aber war nicht der Fall. Deswegen konnte der Toro Rosso, also das war doch quer, ne, ansetzen. Ja, und damit habe ich aber immerhin die Nase gesichert. Im Zweifelsfall lieber die Nase sichern. Und das freut mich jetzt sehr. Das ist das Duell gegen Albon. Blanchimont hinten. Dass das mit hier in die Highlights gekommen ist. Schön. Und das ist dann schon der Zusammenstoß in der letzten Kurve. Also klar, ich habe da nochmal geguckt. Die Reifen haben blockiert in der Kurve, aber ich bin jetzt nicht beim Anbremsen in ihn herein. Womöglich haben wir uns einfach in der Kurve zu wenig Platz gelassen. Oder ich ganz einfach. Ich kann das leider nicht mehr so genau nachvollziehen, weil andere Perspektiven, die fehlen jetzt einfach für diese Bewertung. Aber kann sein, dass ich da einfach auch zu weit links war in der Schikane, als das Anbremsen schon längst vorbei war. Aber es war halt ein tolles Rennen und Hauptsache der Zehntplatzierte. Der vor der Schikane Zehntplatzierte, der Carlos, wurde nicht abgeräumt. Und insofern finde ich es noch in Ordnung. Es war halt einfach ein harter Kampf und jeder wollte nach vorne. Ich glaube, Ricardo sieht das ähnlich, hoffe ich zumindest. Und ansonsten, ja, vom Stop habe ich noch gesagt, Kvyat kommt wohl vorbei, ja. Ist er. Wären wir vor ihm am Ende ins Ziel gekommen, hätten wir auch Punkte mitgenommen. Und das Duell gegen Albon, oh Mann, das war toll. Überhaupt das Rennen. Auch der Kimi dann gegen Ende. Das hat einfach Laune gemacht. Klar, es müssen auch Ergebnisse her.
aber wenn in erster Linie der Spaß da ist, dann haben wir auf jeden Fall ein was nicht verkehrt gemacht und Punkte, das wird schon wieder. Bin ich einfach zuversichtlich mit dem Spaß, den ich jetzt hier in Spa hatte im Rücken, kann das in Monster doch was werden, oder? Die Chancen stehen, wie man in Dishonored sagen würde, gut. Das Ziel war Platz 10, wir haben Platz 12 eingefahren. Insofern Vertragsziel verfehlt. Oh Mann, Hamilton, der gewinnt das Ding. 2 Punkte mehr, es ist noch drin, aber... Magnussen hat 7 Punkte Vorsprung, das wird auch ein klares Ding sein. Er hat 5 Häkchen, wir haben bloß 2. Sauberes Rennen, 95 dürfte noch als sauberes Rennen zählen. Das Team ärgert sich nicht so wirklich. Was für ein enttäuschendes Ergebnis. Na. Das war ein hartes Wochenende. Nicht zu streng sein. Ja, wir haben das Vertragsziel wieder verfehlt, deswegen sind sie jetzt nicht so begeistert. Da braucht Emma auch nicht mit so einem blöden Einladungsevent ankommen. Ja, 1 von 2. Das ist alles andere als eine Motivation. Erstmal tauschen wir wieder Teile. Nehmen wir wieder die. Ja. Wobei es ist halt ein Monster. Wir haben eigentlich die Teile. Aber gleich sowas hier nehmen. Aber ansonsten haben wir halt noch 4 Fische. Die kriegen wir eh nicht mehr komplett verbraten. Für Monster mache ich es mal nicht so krass mit. Die ältesten Schluffen unter der Haube. So, hier war es wieder die 3. Genau, dann ist es hier wieder die 4. Dann ist es hier wieder die 3. Mal gucken, wer sich für Monster verbessern wird. 3. 6. Platz. Und 3. Platz. Tra. Nee. Da spiele ich nicht mit. Nächstes Rennwochenende. Das Rennen in Monza, Heimspiel für unseren Motor. Und in der letzten Saison hatten wir die 94, machen wir auch diese Saison. Wir hatten in Saison 2 dieses wundertolle Rennen, auch mit dem Teamkollegen und dem Nico. Das war toll, da sind wir auf der 92 gefahren. Als Konsequenz habe ich die 94 gewählt. Grosjean letzte Saison war sowieso kein Maßstab und jetzt kommt ja auch noch Hamilton, der wird es noch schwieriger machen als der Carlos in Saison 2. Deswegen wird es, denke ich, auch sehr knackig werden. Und die Reifen sind die zweitweichesten oder die zweithärtesten. Die Konkurrenz hat nicht geschlafen. Alfa Sauber hat jetzt Bock, nachdem Toro Rosso Punkte geholt hat, sind die jetzt auf dem 4. letzten Platz. Vom letzten auf den 4. letzten. Für das Heimspiel des Motors. Red Bull ist jetzt an der Spitze auf dem Papier. Ferrari bleibt knapp hinter uns. Gab es hier eine Verschiebung? Platz 3, Platz 3. Alfa Sauber auf dem letzten Platz. Na, da haben sie noch viel aufzuholen. Haben wir Vivian Ferrari Motor. 6. Platz. 10, 9, 8. Jetzt 7. Alfa Sauber ist vorbei bei der Aero. Ist Alfa Sauber deutlich vor uns. Aua. Deswegen werden wir wohl nächste Saison, wenn es geht, hier alles verbessern beim Antrieb und dann einfach mehr Abtrieb fahren. Und beim Chassis sind wir weiterhin auf der 3. Aber das ist halt auch die Herausforderung. Klar, je nachdem, wie die Regeländerungen ausfallen, wie die Teams dann dastehen, wir haben mit Abstand nicht das beste Auto. Und Ferrari, Mercedes, Red Bull, die können ja richtig nach vorne fahren, wenn die mal richtig gut entwickeln, auch über die Regeländerung hinweg. Und dann kann es richtig böse aussehen. Aber das ist eben auch die schöne Herausforderung mit Haas. Nun gut. Es wird mal wieder Zeit für Punkte für uns. Österreich, Mann, ey.
Selbst in Ungarn. Ja, in Ungarn waren schon Punkte drin. Ich bin gespannt, ob die Serie vom mittlerweile 4-punktlosen Rennen in Monza reißen wird. Schnapszahl. Rennen Nummer 77 dieser Karriere. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.